Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Extremes Winterwetter in Teilen Deutschlands. Im Norden und der Mitte des Landes herrschen eisige Temperaturen. Schneefall und Glatteis sorgten für hunderte Unfälle. Züge wurden gestrichen. Auch morgen wird es laut Bahn noch Ausfälle geben. Verkehrsminister Scheuer rief die Menschen auf, zu Wochenbeginn zu Hause zu bleiben. Niederlande stellen gesamten Zugverkehr ein. Der Wintereinbruch beschert dem Land laut Meteorologen den ersten Schneesturm seit 10 Jahren. Auch hier gab es Verkehrsprobleme und Unfälle. Vorsorglich wurden alle Corona-Testzentren geschlossen. Proteste in Myanmar werden größer. Nach dem Militärputsch in dem südostasiatischen Land beteiligten sich Zehntausende Menschen an Demonstrationen. Sie forderten die Freilassung der Regierung. Das Militär hatte zwischenzeitlich das Internet blockiert. Nun funktioniert es, Berichten zufolge, wieder. Tote und Vermisste nach Gletscherabbruch im Norden Indiens. Ein Damm gab nach und es entstand eine Lawine aus Geröll und Wasser. Dörfer flussabwärts wurden evakuiert. Rettungskräfte sind im Einsatz. Sie bargen bislang mindestens 7 Tote. Mehr als 100 Menschen werden vermisst. Mehr als 400 Geflüchtete vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet. Das private Rettungsschiff Ocean Viking darf die gestern und vorgestern aufgenommenen Menschen nun nach Sizilien bringen. Der Hilfsorganisation SOS Mediterranee zufolge wagen derzeit so viele Migranten die Fahrt über das Mittelmeer wie seit Monaten nicht mehr. Das Wetter. Vor allem in der Nordhälfte und im Südwesten gebietsweise Schneefall und Glätte, im Süden zum Teil Regen, Auflockerungen im Nordosten und in Alpennähe. An der See Sturmböen, Höchstwerte -12 bis +6 Grad.